So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute geht's zum Glück endlich mal weiter mit meinen Laufwege-Videos. Hat mir letztens auch zwei Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich es endlich mal wieder bringen soll. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch die Serie gefällt und die euch weiterhilft. Deshalb haue ich das jetzt mal wieder raus. Und zwar auf Defender heute mal. Ich glaube, auf der Map kommen schon ziemlich viele nicht gleich. Also auf der Map habe ich noch nicht so viele Gameplays gesehen. Und deshalb zeige ich euch heute mal die Map hier. Als erstes mal, wir sind bei A. Ist klar natürlich, dass wir A mit einnehmen bei Herrschaft. Wegen den 200 Punkten. Also die sind es wirklich wert. Und dann gehe ich wirklich immer hier so lang. Und dann braucht es halt wirklich kurz mal Aim. Oder nicht. Dann gehe ich hier so runter. Und schaue, dass ich sie hier so weghole am besten. Oder hier. Schön hell glitschen. Dann kann man euch nicht so gut holen. Weil da kommen oft welche durch. Und da. Und dann so schnell wie möglich, Leute. Könnt ihr hier B mit einnehmen. Oder wenn das halt nicht packt. Dass da zu viele sind. Macht das halt nicht, dann könnt ihr hier so irgendwie lang gehen. Und da hochziehen auf jeden Fall. Und dann hier so hin. Und jetzt seid ihr schon fast am Punkt, wo ihr sie alle zerstören könnt. Hier hockt meistens jemand, könnt ihr schön wegholen. Bada boom. Und dann so schnell wie möglich hier in das Haus rein. Jetzt schaut ihr bitte, dass er euch eine Drohne zusammenschwitzt mit Gefahrenwarnung. Und das, wenn dann keiner unauffällig drin hat, dann habt ihr schon so gut wie gewonnen. Denn, Leute, ihr patrouilliert jetzt immer hier so. Hier so, bam. Könnt ihr schön holen. Und hier. So. Die Spawns sind hier eigentlich ziemlich eindeutig. Sie spawnen oft hier. Dann springen sie nämlich hier so hoch. Und dann hier. Und dann sind sie schon bei euch. Also hier aufpassen. Hier unten sind sie oft. Da boosten sie dann so schnell wie möglich. Wollen sie hier so weg. Und da rüber so. Könnt ihr sie auch noch gerade so holen. Oder halt hier. Irgendwie. Ich weiß hier nicht genau den Punkt, wo sie spawnen. Aber ich glaube zu wissen, dass es genau hier so im Eck ist. Ja, genau hier habe ich schon mal einen getötet. Der war AFK. Also könnt ihr das schön hier sogar wegholen. Da so bam. Und hier hoch könnt ihr auch mal springen, weil sie spawnen auch manchmal hier so. Und dann könnt ihr sie hier so wegholen. Und da, ja. So, das ist die beste Taktik, Leute. Durch die Mitte würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, weil da sind ja vier Schlupflöcher, wo man durchschauen kann, wo der Gegner durchschauen kann. Und ja. Dann nehmt ihr am besten, wenn ihr jetzt bei C seid, ja, spawns oder so, oder seid, nehmt ihr C ein und macht so. Ja. Oh, sorry, Leute, ich bin müde. Geht's hier so durch. Und hier so schnell wie möglich hin. Und sie dann schön hier wegholen. Das ist die beste Taktik. Und dann sprint ich immer so schnell wie möglich. Hier rein, Leute. Hier rein. Und hier, hier ist der perfekte Spot, um sie da wegzuholen, wenn sie bei A sind. Denn ich headglitch dann immer hier so richtig, richtig wie so ein Mongo. Tue ich sie hier so wegholen. Weil da hinten spawnen sie, da unten im Eck. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da muss ich jetzt nicht extra hinlaufen. Auf jeden Fall, ja, wisst ihr was? Ich laufe kurz hin, Leute. Was soll's? Ich booste hier kurz hin. Sie spawnen hier unten. Und dann laufen sie immer hier so hoch. Und ihr hockt dann da schön im Headglitch. Und könnt sie richtig schick wegholen. Schaut's. Barboom. Richtig geil wegholen. Wenn ihr das Aim natürlich habt. Und sonst könnt ihr sie hier noch schön wegholen. Da kommt sie auch oftmals durch. Da könnt ihr sie wegholen. Hier oben auch aufpassen. Und so schnell wie möglich, wenn ihr hier so reingeht. Ins Spawngebiet.
auch hinter euch aufpassen, weil es spawnt da dann einfach. Es ist im Spiel Rain Terrain. Ob ihr hier seid. Auf jeden Fall hier Headglitchen und dann schnell hinter euch schauen. Und dann hier oben auf den Teil, bei den Teilen immer schön Headglitchen. Mein Gott, was soll's, machen doch die Gegner auch immer Headglitchen. Warum sollten wir das dann nicht können? Und ja, das war's eigentlich schon vor der Map. Die Gebiete, wo ich mich nie aufhalte, ist eigentlich hier. Außer manchmal laufe ich hier kurz durch, wenn ich Drohne habe, aber nur. Und hier war ich kaum, Alter. Lol, wie sieht's hier überhaupt aus? Ja, hier war ich eigentlich noch nie, Leute. Hier war ich schon manchmal, aber ja, waren das auch noch nicht. Und ja, das war's. A nur, B nur einnehmen, wenn ihr euch sicher seid. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch wieder mal weitergeholfen. Und wenn euch das gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und dann bringe ich demnächst mal wieder mehr laufige Videos. Es sind ja noch sehr, ich glaube, die Hälfte von Maps ist noch übrig, wo ich noch machen muss. Ich bringe ja natürlich noch alle Maps und ja, schreibt in die Kommentare, welche Map ihr als nächstes noch sehen wollt. Genau, das wollte ich noch fragen. Welche Map ihr noch sehen wollt und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao Leute.